Das Steiermark 1 Magazin widmet Ihnen die Steiermärkische Sparkasse. In jeder Beziehung zählen die Menschen. Ein magisches Programm. Der Tuntenball öffnet auch heuer wieder seine Pforten im Grazer Kongress und lässt unter dem Motto Verwunschen und verzaubert Märchen wahr werden. Im Thomas Life in Style präsentierte man das heurige Programm. Neben bester musikalischer Unterhaltung gibt es natürlich auch weitere Highlights wie die Wahl des märchenhaftesten Kostüms und die Gewinnchance auf 2 Tickets für den Liveball inklusive Aftershow-Party. Verwunschen deshalb, weil das mit Mystik und Magie, mit etwas Sagenumwobenes verbunden ist. Verzaubert deshalb, weil man ja queere Personen, andersliebende und lebende immer als verzaubert, also lange Zeit als verzaubert bezeichnet hat. Sprichwörtlich verzaubert werden die Gäste durch den Sekt Amorosa, der beim Tuntenball für magische Momente sorgen wird. Das Spezielle ist am Amorosa-Frizzante, dass sich sehr viele Leute von Anfang an in das Getränk verliebt haben und wir dann irgendwie immer nachgegrübelt haben, welcher Name wäre perfekt für dieses Produkt. Und darauf sind wir dann gekommen, über eben Amor für die Liebe und Rosa für die Farbe. Und diese Wörter haben wir zusammengefügt und sind auf Amorosa gekommen. Im Anschluss an die Präsentation konnte bei kleinen Häppchen der märchenhafte Frizzante verkostet werden. Passt prima zum Tuntenball, rosa, die bunteste der Farben und schmeckt den Ballgästen. Jetzt kann ich sagen, schon seit einigen Jahren. Also ich finde ihn sehr angenehm vom Geschmack her, er ist nicht so süß, also für mich ist er genau richtig. Also wir haben letztes Jahr gesagt, mit einem Glas Amorosa verliebt es sich am schönsten. Und ich würde sagen, da verliebt sein auch verzaubert sein heißt, verzaubert Amorosa auf jeden Fall. In diesem Sinne, eine prickelnde Unterhaltung beim Tuntenball. Große Sexismusdebatte in Deutschland und auch in Österreich. Die Hand am Knie. Ist das noch ein Flirt? Ist das schon sexuelle Belästigung? Letzte Woche fragten wir die Damen. Diesmal sind die Herren dran. Wo wird die Grenze gezogen? Das Ganze ist übertrieben. Das ist ein Wahnsinn, was die aufführen. Also das, wenn man da keine anderen Sorgen haben, dann tun es mir leid. Naja, ich hätte gesagt, nur wenn man einer hinterher schaut oder sie ein bisschen, sagen wir mal, rempelt oder so, ist es noch nicht, aber. Das ist eine gute Frage. Also angreifen sich die Sachen, das ist, finde ich, nicht ganz okay. Wurscht wer oder wie. Das mit dem da hinteren Deutschland, das, wie soll ich sagen, ob das eine sexuelle Belästigung ist, das kommt immer auf den Betrachter drauf an. Zu heißen, dass pro Grabschen wegen sowas schon zu viel sein soll, weiß ich nicht. Ich hätte gesagt, das geht gerade noch. Gibt Ärgeres. Ja, oben im Bereich, aber unten ist ganz egal. Man, privat macht man das auch. Gibt es keine Grenze, weil das ist Natursache bei den Menschen. Wenn ich es in aller Öffentlichkeit mache, ist es sicher eine Belästigung. Wenn ich es im privaten Rahmen mache, ist es was anderes und ganz was anderes ist es noch in einem Büro. Es sollte jeder Mensch die eigene Entscheidung treffen, aber man sollte sich versuchen, auch in diesem Gebiet richtig einzuordnen. Wenn er irgendwo anstoßt, in der Straßenbahn oder wo, ist schon mal leer passiert. Ne? Das darf es nicht sein. Ne? Es wird in Kürze eine Sexmesse in Graz geben. Wenn sich jemand dafür interessiert, dann soll er sich anschauen. Meine Situation ist es nicht. Ich bin aber dankbar, dass man immer wieder selbst entscheiden darf. Was können denn die betroffenen Frauen tun? Ja gut, das ist ein Thema da, wie soll ich sagen, wenn sie dir das nicht gefallen lassen, sie umdrehen an deiner Wasche, gibt es eine Ruhe. Da brauchst du nicht unbedingt zu der Staatsanwaltschaft laufen und deine Haut sagen. Also das finde ich lächerlich, auf Deutsch gesagt. Das heißt, die Geschichte ein bisschen selber in die Hand nehmen. Ich glaube schon auch, gell? Auf alle Fälle. Das Steiermark 1 Magazin widmete Ihnen die Steiermärkische Sparkasse. Ihr regionaler Finanzpartner 150 Mal in der Steiermark.